Und damit also moin moin und herzlich willkommen zum 8. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga mit der Partie zwischen Aachen und dem MSV Duisburg. Und aufgepasst, es gibt Freistoß für Aachen, um Gottes Willen. Franz lässt sich gegen Schukalo im Strafraum einfach fallen. Schiedsrichter Funke bespricht sich kurz mit seinem Assistenten und entscheidet dann auf Freistoß für Aachen. Ich dachte schon, hier gibt es irgendwo Elfmeter gleich mal für Duisburg. Nee, wir müssen reingucken. Wir haben jetzt so ein bisschen versucht, die Fehlerquelle zu finden. Aber so richtig fündig sind wir, glaube ich, nicht geworden. Gut, wir können mal gucken, ob das jetzt mit dem Essen gehen geklappt hat. Anscheinend nicht. 1:0 Duisburg. Kevin Wolze, 11. Minute. Das gibt es nicht. Sestu mit einer etwas unpräzisen Flanke von rechts auf Wolze, der den Ball trotzdem aufs Tor bekommt. Fährmann ist die Sicht etwas versperrt und er reagiert zu spät. Der Ball geht genau neben dem Pfosten, neben dem rechten Pfosten ins Tor. Das Beste an diesem Tor für Aachen ist, es ist doch genug Zeit übrig. So, das geht so nicht. Leute, tut mir das nicht an. 13. Minute, jetzt aufgepasst. Vielleicht gleich mal die Antwort. Jawohl! Da ist das Ding. So muss das sein. Ausgleich, Maxi Meier mit seinem ersten Tor im Profikader der Aachener. Schöne Flanke von Weißer auf Thiele, der das Leder an die Querlatte verlängert. Meier reagiert am schnellsten und bringt den Ball irgendwie per Kopf aufs Tor. Cedric Willems wirkt überrascht, reagiert zu spät und kann den Ball schließlich erst klar hinter der Linie abwehren. Weiter so. Na also, geht doch. Wunderbar. Gleich nach dem 0-1 der Ausgleich. Und jetzt geht's hier richtig los. Jetzt geben wir richtig Gas. Nächster guter Angriff wieder über Meier, der da doch ein bisschen dann zu unkonzentriert ist. Sprich, Meier ist gut drauf. Aber aufgepasst, Duisburg auch. Interessanter Auftakt hier, wird geschrieben. Ciasula spielt einen millimetergenauen Pass in den Laufweg von Exlage, der sofort die kurze Ecke anvisiert, aber nicht mit Ralf Fährmann. Der Keeper von Aachen ist zur Stelle und fängt das Leder sicher ab. Weiterhin 1:1. Nächste Chance, diesmal wieder für uns. Wieder eine gute für Aachen. Und er ist nicht drin. Weißer geht auf der rechten Seite durch, schlägt den Ball flach in die Mitte. Dort lauert Thiele, der den Ball wie eins der Bombe annimmt, sich dreht und aufs lange Eck zielt. Heraus kommt aber nur ein harmloser Roller, der weit am Tor vorbeigeht. Willems hebt die Hand und muss nicht eingreifen. Konzentration, Schiri ist schon genervt, aber ich will hier die Führung. Nächste Chance, wieder stürzt hier die Abwehr des MSV Duisburg von einer Verlegenheit in die nächste. Thiele setzt sich im 16er gut gegen Branimir Bajic durch und legt dann zurück auf den heranstürmenden Mitchell Weißer. Dieser ist aber einen kleinen Ticken zu spät dran, sodass Cedric Willems den Ball aufnehmen kann. Was ein Spiel, so will ich den Fußball sehen von unserer Alemannia. Genauso mutig, forsch nach vorne spielend. Und dann ergeben sich auch die Chancen, wie man hier sieht. Und wir könnten auch schon ein Türchen machen, noch eins dazu. Wir hatten schon zwei gute Chancen, zwei kleine. Duisburg nur zwei kleine, ohne eine gute bisher. Aber das ist eben auch der Unterschied, ne? Wenn du oben stehst, dann hast du auch vielleicht mal das Glück, dass auch nur so eine kleine Chance reingeht und bei uns eben nicht. Jetzt aufgepasst, Powerplay in Aachen. Von wem? Von Duisburg. Ciasula mit einem feinen Trick gegen Neumann und endlich kommt die Flanke in den Strafraum. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht heute. Fährmann ist da, springt ab und holt sich das Leder bombensicher aus der Luft. Genauso muss das sein. Und das war die erste Großchance, also für die Duisburger hier. Gott sei Dank haben wir Fährmann im Kasten. So, Knoll auch nochmal mit einer gelben, ist die zweite, aber das macht gar nichts. Man merkt, auch wenn die Noten noch nicht so stimmen, aber das Team will. Wir haben eine gute Phase hier gehabt, so zwischen dem Treffer, dem Ausgleich, bis zur 30. rum, wo wir richtig guten Fußball gezeigt haben, aber jetzt hören wir irgendwie wieder so ein bisschen auf. Konzentrier nochmal, komm. Gib nochmal Gas. Vor allem nicht vor der Halbzeit jetzt noch das 1:2 kassieren. Okay, Abpfiff, erste Halbzeit, es ist vorbei. Wir spielen momentan unentschieden. Und ihr habt es vielleicht gerade gesehen, Duisburg hat eine Stärke von 735 und wir von 737, ne? Und das, obwohl wir momentan ja in der Krise sind. Krass, krass. Also, wir sind ja eigentlich in einer besseren Verfassung. Das ist schon brutal. Das ist echt brutal. So, Pürth darf nochmal rein. Der ist momentan absolut bombastisch drauf. Von der Moral und von der Form auch noch besser wie Knoll. Knoll noch dazu mit einer 4 und gelb vorbelastet. Was willst du denn mehr? Außerdem müssen wir Knoll auch ein bisschen langsam reinbringen, denn der war ja jetzt noch verletzt, dass der da nicht gleich mal zu hart rangenommen wird. Okay, dann motivieren wir hier nochmal ein bisschen. Vor allem hinten drin nochmal hier, dass da alles passt. Und dann gehen wir rein und sagen, wir sind im Soll. Wir sind momentan im Soll. Okay, da haben wir gewechselt. Gehen wir mal rein, gucken uns das Ganze an, lassen die Jungs auch wieder warm laufen und schauen mal, ob vielleicht noch ein bisschen mehr geht. Das wäre geil. Vor allem, das wäre richtig wichtig, wenn heute noch mehr geht. So, Pürth bekommt gleich mal gelb wegen Meckerns. Und das nach einer gespielten Minute. Das ist doch ein bisschen brutal. Mann, 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 Mann. Überflüssig, aber die Entscheidung von Schiedsrichter Funke zuvor war auch etwas kleinlich. Trotzdem, da muss er einfach die Klappe halten. Aber vielleicht auch noch so ein bisschen dieser Jugend. Jetzt bekommt Weber auch noch rot, Leute. Und jetzt sagt nicht wegen irgendwas Meckerns oder so. Meine Güte, ey. Wir zerstören uns unser eigenes gutes Spiel.
So, dann müssen wir jetzt eigentlich umstellen. So hat das Ganze keinen Sinn mehr. So, und dann den hier raus, den guten Meier, und auf links Schäfczyk rein. So, wir brauchen eigentlich so, müssen wir das Ganze angehen. So, zack. Zack, Borschuk muss ich fast rausnehmen, weil der ist schon gelb vorbelastet. Da können wir uns nicht noch was leisten. Dann muss Bülow innen bleiben. Rechts Weißer, links Pütt. So, offensives Mittelfeld. Meier. Dann lassen wir den gleich drin. So, mit Thiele vorne. Und statt Thiele könnten wir auch nochmal, bringen wir nochmal Parker. Aber wir haben nur noch einen Wechsel. Ne, wir sind erst in der 54. Lassen wir mal noch. Meine Güte. Okay, Taktik müssen wir auch, natürlich auch nochmal reingucken jetzt. Wer hat denn jetzt das schon wieder runtergestellt? Ich nicht. Ihr habt es ja gesehen noch im letzten Part. 40% Konterspiel. 40% oder hat er das jetzt automatisch? Ach so, weil ich die andere Taktik, glaube ich, ausgewählt habe, ne? So, Thiele. Okay. Und das passt soweit. Also, ein Mann weniger. Weber fliegt mit Rot. Sprich, das ist die nächste Karte. Die nächste Rote. Damit fehlt er nur noch jetzt nicht nur hier in diesem Spiel, sondern auch im nächsten und in den kommenden. Genauso wie ein Hakan Çalhanoğlu. Es ist doch der Wahnsinn, oder? Wenn du einmal die Kacke am Fuß hast, dann musst du versuchen wegzukriegen. Aber wir schaffen es nicht. Wir haben Verletzungssorgen, wir haben viele rote Karten, wir kassieren Spätausgleichstreffer und so weiter, sprich wie zum Beispiel gegen den KSC im ersten Spiel. Ja, und so nimmst du dir einfach selber das Selbstvertrauen weg, die Moral weg, und so kannst du einfach auch nicht gut reinkommen dann in der Saison, ist ja ganz klar. Mann, 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 also eine halbe Stunde haben wir noch, gibt nochmal Gas, aufgepasst Duisburg mit der Chance, mit der guten Chance, 63. Und die geht zum Glück nicht rein. Geht drauf. Lasst sie nicht zu sehr ins Spiel kommen. Schön Druck machen, dass da keine gefährlichen Situationen entstehen. Powerplay in Aachen. Ja, wahrscheinlich von Duisburg. Von wem denn sonst? Nee, bei Aachen wirft man jetzt nochmal alles nach vorne. Wir mit dem Powerplay. Thiele naht schließlich. Şükürlü kommt zur Flanke. Bitte. Thiele mit der Flanke. Willems hat aufgepasst. Fängt den Ball per Hechtsprung. Sicher ab. Schade, das wäre es jetzt gewesen, nach einem Konter hier nochmal das Ding zu machen. Meine Fresse, ey. So, zweite Halbzeit, wie immer noch mit 60% Ballbesitz, auch von den Chancen, ja immer noch die bessere Mannschaft. Aber es springt noch nichts bei raus. Und mit dem Unentschieden können wir zufrieden sein, wenn wir wirklich das über die Zeit retten. Denn wir haben uns ja mal wieder selber um unseren Lohn gebracht durch die rote Karte. Aufgepasst, 71. Nochmal die Chance, gibt aber die Ecke. Fährmann kann das Ding nur abklatschen. Mann, 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 Mann. So, wir gehen nochmal rein. Wir wechseln jetzt auch nochmal, und zwar will ich einen Parker nochmal bringen. Für Thiele. So. Und die Chance für Duisburg. Gott sei Dank, leichte Beute für einen Fährmann. Wir gehen mal rein. Taktik. Angriffsseite, hier konnten wir noch einstellen. Genau, Parker als Sturmtank, das ist gut. Zeitspiel werden wir dann vielleicht nochmal ein bisschen machen. Gucken wir mal. Einsatz hoch, ist klar. Meine Güte. Meine Güte. Daumen drücken. 18 Minuten noch. Nochmal der Wechsel, Leiva Kabisi geht raus, Pertl kommt bei den Duisburgern rein. Können wir das Unentschieden irgendwie über die Zeit retten? Wir geben nochmal Konzentration mit. 13 Minuten noch. Drückt absolut die Daumen, ich kann nicht mehr sagen. Ey, komm, Unentschieden wäre gut. Mit einem Mann weniger. Immerhin was, immerhin mal wieder ein Pünktchen. Schauen wir mal. Danach wartet auch, glaube ich, wieder eine etwas einfachere Begegnung, als Duisburg zumindest. Von daher wäre das gut, um zumindest ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Aber Duisburg nochmal mit der Chance. Nochmal eine Ecke hier. Ciasula bringt das Ding in die Mitte. Neumann setzt sich gegen Maurice Exlager durch und klärt eine Ecke von Ciasula per Kopf. Meine Fresse. So, was war jetzt? Riskanter Rückpass wird zu Fährmann gezwungen. Neumann da irgendwie mit einem riskanten Rückpass. Keine Gefahr für das Tor von Aachen. Sehr schön. Und jetzt sagen wir hinten dich. Giri ist genervt. Jetzt geben wir auch hier Zeitspiel nochmal mit für die letzten Minuten. Jetzt will ich einfach nur das Unentschieden halten. Nochmal der Wechsel. Sag mal, wie oft wollen denn die noch wechseln? Das gibt's ja gar nicht. Baljak rein für Exlager. Das ist der zweite Wechsel bei Duisburg. Kam mir schon mehr vor. Leute, 4 Minuten noch. Drückt die Daumen. Bitte zumindest ein Unentschieden. Und das Spiel jetzt doch sehr mit vielen Unterbrechungen geprägt. 4 Minuten Nachspielzeit gibt's nochmal oben drauf. Und damit vielleicht sogar nochmal die Chance für eine der beiden Mannschaften. Gucken wir mal. Nochmal für Duisburg. Das wäre bitter. Gott sei Dank. Wieder die Ecke. Wieder Ciasula.
Aber auch da kommt anscheinend nichts Wichtiges bei raus. Neumann ist eher am Ball und kann die Ecke per Flugkopfball klären. Gut gemacht. Komm. Jawohl. Schlusspfiff in Aachen. Wir spielen 1:1 unentschieden. Man muss wirklich sagen, wenn man das ganze Spiel sieht, unverdient. Absolut unverdient. Also, dass wir überhaupt einen Punkt kriegen dürfen. Duisburg hätte gewinnen müssen. Duisburg war die bessere Mannschaft, ganz klar. Jetzt auch mit mehr Chancen. Wir hatten ab der 15. Minute hier mal nach unserem Treffer bis zur 30. eine richtig gute Phase mit richtig schön viel Chancen. Aber wir haben es in dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum einfach nicht genutzt. Wenn wir da das zweite machen, ne, dann kippt das Spiel vielleicht. Aber gut, so bleibt es nur bei einem Unentschieden. Und ihr wisst ja, wir sind die Unentschieden-Könige der Liga. Da gibt es mal eine Geldstrafe für ihn. Und zwar hart, damit da auch weiterhin die Disziplin gut ist. Aber wir sind einfach die Unentschieden-Könige der Liga. Wir rutschen weiter ab. Wir rutschen weiter ab auf Rang 13 in der Tabelle. Krass. Wie sich das so entwickeln konnte. Wir sind immer noch die 5 beste Mannschaft in Liga 2. Und normal kommt jetzt wieder ein Sieg, wenn das so sich weiterführt, ne? Immerhin, das wäre mal wieder was. Ein Sieg aus 8 Spielen. Ingolstadt ist besser. Der Aufsteiger aus Union Berlin ist besser. Mann, das ist brutal. 5 Unentschieden. So viel hat keine. 3 ist die höchste Zahl nach uns. Und Berlin mit der ersten Niederlage. Gegen Paderborn im Topspiel. Oh, auch nicht schlecht. Paderborn bleibt dran an Berlin. Ja, und wir nur noch 4 Punkte weg hier vom KSC. Eieiei. Wir müssen wie ein Eichhörnchen vor der Winterpause die Punkte sammeln. Ja, aber so war das nicht geplant. So war das überhaupt nicht geplant. Wir hatten so ein leichtes Auftaktprogramm, ne? Rückblickend nochmal. Wir hatten echt ein leichtes Auftaktprogramm und haben daraus einfach zu wenig gemacht. Sind dadurch auch nie richtig in Form gekommen. Hier, KSC. Paderborn, gut, die waren ein bisschen stärker schon. Union Berlin, Erfurt, Cottbus, Ingolstadt. Die sind alle machbar, Köln auch. Alles machbar. Aber will irgendwie nicht, hat nicht sollen sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die nächste Woche. Und auf dem Weg nach unten ist neben uns auch irgendwie Union Berlin. Aber Union Berlin ist anscheinend noch ein bisschen rasanter da im Abstieg. Und wir lassen uns zumindest noch ein bisschen mehr Zeit, ist ja immerhin was. Aber wir müssen jetzt rauskommen, wir müssen jetzt rauskommen. Frage ist nur wie. Weber wurde für 2 Spiele gesperrt. Das nehmen wir an. 1 wird es eh nicht, von daher brauchen wir da nicht klagen gegen. Okay. So, Meier erzielt sein erstes Tor. Spielergespräche gut trainiert. Wir können ihm gar nicht beglückwünschen für das Törchen. Auch egal. Statusbericht Verletzungen, da fallen noch ein paar aus. Okay. So, wie lange ist Çalhanoğlu noch gesperrt? Für ein Spiel noch. Für das Spiel gegen Dresden. Und dann ist er wieder da. Meine Güte, ha? Das ist schon brutal. So, Schwenke auf rechts. Schwertfeger braucht auch noch, bis er fit wird, ne? 2 Wochen, genau. Der ist dann aber auch rechtzeitig wieder fit, einigermaßen, zum Glück. Und dann hoffe ich, dass wir aller spätestens da durchstarten. Aber wir müssen jetzt schon durchstarten im nächsten Spiel. So, hinten gucken wir mal. Wollen wir mal in der Innenverteidigung was tun? Neumann mit einer 9er Form, das passt aber alles, einigermaßen zumindest. Thiele vorne drin, auf eine 11er Form hochgearbeitet. Der war also gar nicht so schlecht. Den lassen wir mal drin. Püt, Knoll. Wollen wir mal Knoll als Spielmacher ranlassen. Statt Meier. Aber Meier ist ja eigentlich jetzt gut drauf, ne? Wo ist er? Maxi Meier da oben. 12er Form, ja. Knoll auf links oder eben Püt. Aber wir lassen mal Knoll jetzt auf links laufen. Weißer rechts. Thiele, okay. Ein neues Sponsorenangebot. Immerhin geht's mal da wieder aufwärts. 13.000, okay. Für ein Jahr, sehr schön. Okay, unterschreiben. 14.3 ist in Ordnung. Dann geht da mal wieder was. Privater Bereich, gehen wir nochmal Golf spielen. Und dann klicken wir mal nochmal auf Weiter. Also, jetzt heißt's, jetzt zählt's gegen die Freunde. Oh, Parker, Angebot von Fürth. Lehnen wir gleich ab. Auch da müssen wir anscheinend noch den Marktwert bzw. die Ablöseforderung ein bisschen anpassen. Machen wir einfach auf ganz hoch, denn den wollen wir nicht verkaufen. Ganz klar. Und das können wir eigentlich auch noch schnell angehen. Und zwar Stärke technisch bei Weißer. Vertrag, Transferstatus ändern. Unverkäuflich können wir ihn gar nicht setzen. Schwertfeger, Franz. Können wir keinen auf unverkäuflich setzen? Oder haben wir schon zu viele? Kann auch sein. Pütt. Nummer 1. Ich glaube, 3 darf man als unverkäuflich setzen. Ne, wir haben eigentlich nur einen bisher. Ja, bis zu 3 Spielern. Wir haben nur einen. Komisch, dass es nicht geht. Neue Strafen ansetzen. Aha.
Assistent beauftragen. Hey, cool. Das habe ich noch so noch gar nicht gesehen bisher, dass man das auch machen kann, aber möchten wir auch gar nicht, ne? Okay, gehen wir nochmal weiter. Halt, wir wollten ja über eine Krisensitzung nachdenken. So, Champions League, gucken wir mal rein. Wir schauen nur nach den Deutschen mal wieder. Wolfsburg auf Rang 2, spielt gegen Valencia 3-3, ist in Ordnung. Vorher der Sieg gegen Alkmaar, wunderbar. Bremen mit einer Niederlage gegen Atletico Madrid 3-0. Falcao hat mal wieder zugeschlagen. So, und 2 müssen wir noch haben. Dortmund auf Rang 1, souverän, 6 Punkte. Auch ein nächster Sieg gegen Sturm Graz mit 2-1. Und die Bayern gewinnen gegen die Young Boys aus Bern mit 1-0. Okay, sehr schön. Dann passt das soweit auch. Aber bei uns passt es nicht. Ich bin nur am Überlegen, ob wir die Krisensitzung so ansetzen, ich sag mal in Anführungszeichen, können. Ob die Spieler dieselben Ziele haben wie wir. Denn wir stehen ja für unser Ziel, was wir haben, wenn wir nochmal ganz kurz reingucken. Also für das Ziel, was im Vertrag steht, sage ich mal. Haben wir hier unteres Mittelfeld, da stehen wir ja momentan. Deswegen ist es ja keine richtige Krise von dem her. Aber für unsere Ansprüche ist es eine Krise einfach, ne? Deswegen bin ich da am Überlegen, aber ich glaube, wir hauen mal eine rein. Krisensitzung, ja. So, bin ich mal gespannt. Hocken wir uns mal an den runden Tisch und erläutern einfach mal die Problemchen und gucken mal, was die Spieler so dazu zu sagen haben. Aber zunächst nochmal eine Pressekonferenz. Nur ein Ausbildungsverein. Okay, machen wir das. Dass wir uns in der Liga halten müssen, um die Talente dann auch in halten zu können. Aber das kriegen wir. Nachdem ihr Präsident eine flammende Ansprache hält, in der er die jetzige Situation und die möglichen Folgen ausführlich darstelle, zeigen sich auch notorische Skeptiker beeindruckt. Ihre Spieler gewinnen 10 Moralpunkte hinzu. Außerdem steigt die Stimmung in der Mannschaft um 2 Punkte. Na, das hört sich schon mal knorke an. Oh ja, oh krass. Schaut euch mal das an, wie krass ist das denn? Geht er bei allen richtig hoch. Brutal, ey. Okay, das sollten wir jetzt ausnutzen. Und jetzt spielen wir gegen Dresden. Gegen den 8. Die haben auch nur 10 Punkte. Die haben nur 2 weniger wie wir. Mehr natürlich, nicht weniger. Weniger geht ja fast nicht mehr. Aber das sollten wir jetzt echt ausnutzen. Krass, dass das so weit hochgeht, ne? Das ist echt richtig krass, muss man sagen. Okay, dann klicken wir nochmal ganz schnell weiter. Gucken, ob noch eine neue Nachricht hinzukommt. Und dann schauen wir mal rein ins Spiel gegen Dynamo. So, okay. Passt. Aachen 2 mit einer Niederlage. Und hier haben wir es. Also die Dresdner mit einer 731, wir mit einer 737. 26.000 Zuschauer werden in Dresden erwartet. Und da geht schon was. Da geht schon was. Topspiel. Augsburg gegen Cottbus, Köln gegen Duisburg und Aue gegen Paderborn. Und bei uns immer noch 2 Gesperrte mit einer roten und 3 Verletzte. Das ist brutal. Einfach nur hart. Okay, Spielbericht. Bester Mann Lars Klitsch. Mal gucken, ob Wiederscheibe getroffen hat. Ja krass, Wiederscheibe. Einmal nur, Schumacher das zweite Mal. Scheibe mit einer 3,0. Okay. Passt das, passt das. Okay, ich möchte jetzt nur nicht auch noch Scheibe mit reinholen ins Boot zu uns. Ich glaube, das wird zu krass werden. Dann haben wir ja noch einen Jungen mehr. Aber wir können mal mit ihm quatschen auf jeden Fall. Oder auch nicht, weil es nicht geht. Mannschaftsführung ist klasse bei Dario Schumacher. Freut er sich. Sehr schön. Keule können wir noch quatschen. Haben wir zwar erst, glaube ich, aber egal. Komm, eine nehmen wir noch raus. Keule geht nicht. Dann eben jemand anders. Hat er hier irgendwas? Nee, ich dachte schon, da stand irgendwas mit Geburtstag. Großes Lob vielleicht an Lars Klitsch dann, wenn er auch der beste Mann war. Dann bietet sich das Ganze doch an. Okay. So, dann würde ich fast sagen, machen wir nochmal schnell im privaten Bereich, gehen wir noch schnell Golf spielen. Dann klicken wir die erste Mannschaft an. Gucken noch schnell rein in die Taktik, ob die vom Vergleich, ob da was zu tun ist. 6 Tore in 8 Spielen, das ist brutal. Werden wir mal Borschuk ansetzen. Auf Poté. Und der bereitet die meisten vor. Frederik Ulvestad. Ulvestad! Okay. Harte Freistöße. Ne, das denke ich passt soweit. Da müsste auch noch alles passen. Genau. Okay, wunderbar. So, mit Thiele vorne drin ist die Frage. Bleiben wir bei Thiele. Aber ich glaube schon, Leipertz ist auch noch bei einer Elfer vorm. Parker bei einer Zehner jetzt. Lassen wir trotzdem mal Thiele drin. So, die schieben wir mal noch ein bisschen so hin. Schaut schön aus. So, in dem Sinne, würde ich sagen, mache ich erstmal ein kleines Päuschen mit meiner Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und ich hoffe dann mal, dass wir im Spiel gegen Dresden im nächsten Part richtig Gas geben können mit einer guten Moral. Und dass dann letztendlich auch mal wieder ein Sieg dabei rausspringt. In dem Sinne,
Bis zum nächsten Part. Euer Badeschlappen. Servus.